Hey und schön, dass du wieder mit dabei bist. Falls du uns noch nicht kennst, wir sind Johnny und Franzi und leben seit März in unserem selbstrenovierten Wohnwagen Findus. Im Frühjahr sind wir gestartet auf unsere Reise nach Spanien und Portugal und heute nehmen wir euch mit auf unseren ersten Abschnitt durch Katalonien. Genauer gesagt haben wir in Barcelona und in der Nähe von Tarragona gehalten. Welche Überraschungen Barça für uns direkt bereithielt, warum ihr euch Tarragona unbedingt ansehen solltet und welcher Stellplatz Anwärter für den schönsten der Reise ist, dazu erfahrt ihr gleich mehr. Nachdem wir Frankreich verlassen und Spanien erreicht haben, ging es für uns wenig später dann durch Barcelona Richtung Campingplatz. Der Campingplatz, den wir uns ausgesucht haben, lag am südwestlichen Ende von Barcelona. Das Problem war, dass unser Wunschcampingplatz bereits voll war und wir auf eine andere Option umschwenken mussten. Hier haben wir uns persönlich aber extrem unwohl gefühlt und anstatt mehrere Tage zu bleiben, direkt bei Ankunft entschieden, dass wir hier nur eine Nacht stehen wollen und am nächsten Morgen mit dem Auto rein nach Barcelona fahren. Unser Findus blieb, während wir uns die Stadt anschauen wollten, auf dem Campingplatz, was auch hier verdammt teuer war. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, für Städte wie Barcelona die Campingplätze zu reservieren, denn auch hier gab es in der Nähe nicht so viele Campingplätze und schon gar nicht welche, die auch wirklich gut bewertet waren. Barcelona selbst hatte wie zu erwarten einiges zu bieten. Doch das Wetter hat bei uns nicht ganz so mitgespielt. Es war kälter als angesagt und deswegen haben wir den ganzen Tag ziemlich gefroren. Ich packe euch mal ein paar Ausflugsziele für Barcelona und Umgebung, die ich mir so gemerkt habe, in die Videobeschreibung. Wir sind dabei allerdings nicht alles abgeklappert, eben weil wir wirklich nur diesen einen Tag Zeit hatten. Das, was uns hier auch direkt auf die Füße gefallen ist, ist das Mittagessen. Denn viele von euch wissen es wahrscheinlich, die Spanier essen ziemlich spät mittags und auch abends. Es ist hier oft üblich, erst ab 13.30 Uhr überhaupt Mittagessen zu bekommen. Für uns zeitige Esser und frühe Aufsteher ist das ein ziemlicher Horror und so haben wir uns in Barça mit einem Frühstücksmenü um 12.30 Uhr beglückt. Was jeder, der sich Barcelona anschauen möchte, wohl auf dem Schirm haben muss, ist, dass es hier extrem touristisch ist und auch bei uns war es wirklich sehr touristisch. Wir haben richtig viele deutsche Stimmen gehört und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil das Wetter war wirklich nicht sehr gut und es war ja auch noch Nebensaison. Trotz des kalten Wetters haben wir dann noch einen kleinen Strandabstecher gemacht. Das ist mit Sicherheit genial bei gutem Wetter und hier waren auch einige Surfen. Und wir haben natürlich auch direkt das spanische Temperament mitfühlen dürfen. Am späten Nachmittag, nachdem wir Findus abgeholt haben, ging es dann für uns weiter nach Tarragona. Entlang einer übrigens nicht mehr mautpflichtigen Autobahn. Einige Autobahnen in Spanien sind nicht mehr mautpflichtig, einige schon. Ich packe dir dazu mal einen Link des ADAC in die Beschreibung, da sind auch einige Preise aufgelistet von anderen Autobahnstrecken, wo noch Gebühren erhoben werden. In Spanien sind wir persönlich übrigens im weiteren Verlauf auch eh häufig mautfrei gefahren, da die großen Straßen, also die N-Straßen, durchaus eine gute Alternative auch mit Wohnwagen sind. Unseren Stellplatz hier haben wir übrigens reserviert. Ja, auch wir lernen aus unseren Fehlern. Aber um ehrlich zu sein, es wären auch noch jede Menge freie Plätze übrig geblieben. Wir haben die Ruhe hier genutzt, um dann auch unser Vorzelt das erste und auch das einzige Mal der Reise aufzubauen, denn wir wollten etwas länger bleiben und insgesamt sind es dann 10 Tage geworden. Das Vorzelt und das Sonnendach haben wir zum Wohnwagen dazu bekommen und beides war gefühlt noch niegelnagelneu. Gerade beim Vorzelt waren die Seitenwände noch nicht einmal benutzt worden und so hatten wir wirklich das Gefühl, ein frisch gekauftes Vorzelt aufzubauen. Wir waren auch echt froh, dass wir das Vorzelt dann wirklich aufgebaut haben, denn wir sind hier insgesamt 10 Tage geblieben und das Wetter war wirklich perfektes Aprilwetter in spanischer Hinsicht. Wir hatten aber auch wunderbaren Sonnenschein und konnten geniale Sonnenuntergänge beobachten. Bei der Abreise zeige ich euch noch mal ein bisschen genauer den Platz und erzähle euch, warum er uns so gut gefallen hat. Jetzt geht's aber erstmal los nach Tarragona. Eigentlich wollten wir ja mit den Fahrrädern los, aber ich habe mir einen Dornen eingefahren auf dem Platz, achtet da unbedingt drauf, und einen Platten, also mussten wir mit dem Auto fahren.
Wir haben dann direkt einen Abstecher zu Decathlon gemacht, um uns ein bisschen Flickzeug und einen neuen Schlauch zu kaufen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall immer dabei, wenn wir dran denken. Tarragona wird übrigens gerne als die alte Römerstadt im Mittelmeer bezeichnet und hat einen echt besonderen Flair. Es war weniger touristisch und dafür eine Art römisches Freilichtmuseum. Also was will man mehr? Ihr könnt an der Stadtmauer entlang schlendern, euch das Amphitheater ansehen oder die vielen Gassen der Stadt erkunden. Wer möchte, kann auch einen Ausflug zur Markthalle machen, wo es von regionalem Obst und Gemüse über Fisch bis Fleisch alles gibt, was die Umgebung an Lebensmitteln zu bieten hat. Wir haben uns mittags dann ein kleines unauffälliges veganes Restaurant rausgesucht und hier gab es ein richtig tolles und ausgefallenes Menü, denn wer glaubt, dass Vegetarier und Veganer nur Burger und Pizza essen, der hat sich definitiv getäuscht. Wenn ihr also mal ein bisschen was Neues ausprobieren wollt, dann kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen, wir waren wirklich begeistert. Nach der Stadttour sind wir dann wieder nach Hause gedüst und haben die Tage auch noch mehrere kleine Ausflüge gemacht. Jetzt zeige ich euch nochmal genauer den Platz und seid mir an dieser Stelle bitte nicht böse, dass das nur Aufnahmen vom Stellplatz an sich sind und vom Strand. Ich habe nämlich nicht den gesamten Campingplatz und die Sanitäranlagen gefilmt, aber dazu findet ihr auf jeden Fall nochmal mehr auf Google Maps und dort gibt es auch ausführliche Bewertungen zum Campingplatz an sich. Damit ihr auch nochmal seht, wie groß unser Stellplatz ist. Also ich glaube, insgesamt sind es 120 Quadratmeter, das ist mega viel Platz. Also selbst wenn das Vorzelt steht, kann man quasi noch gefühlt zwei Vorzelte davor bauen. Also man hat wirklich ausreichend Platz. Und hier sind auch einige Dauercamper, es ist aber irgendwie so eine bunte Mischung. Also ihr seht im Hintergrund, es ist immer, da sind ein paar Dauercamper dazwischen und dann sind hier aber auch wieder ja, normale Stellplätze. Und wie man es halt kennt, sind es Premium-Stellplätze, Standardstellplätze und Standard-Plus-Stellplätze. Also unseres ist jetzt ein Premium-Strandplatz. Genau, und davon gibt es hier halt die gesamte Reihe lang welche. Jetzt ist es noch gar nicht so voll, obwohl die Woche Ostern ist und wir hier schon Ferien haben. Aber gut, wir sind abfahrbereit. Für uns geht es dann nämlich heute weiter. Und genau, ich denke, so habt ihr mal einen guten Einblick. Was auf jeden Fall zu sagen ist zu diesem Stellplatz, also hier den Weg runter ist direkt Wasser und auch die Sanitäranlagen. Wir sind am Ende des Platzes, das heißt hier drüben ist ein Wald, ein Waldgebiet. Da kann man hier super direkt reinlaufen, zack, zack, zack ist man da. Da waren wir auch schon laufen, da waren wir schon wandern, also die quasi am Wasser entlang, das geht richtig gut. Und dann noch auf der Innenseite wieder ein bisschen zurück. Und genau, alles super sauber, super gepflegt, also den kann ich euch nur empfehlen, ich verlinke ihn euch auch gerne, Las Palmeras. Und die Preise sind, glaube ich, gefühlt unschlagbar. Also wir zahlen jetzt pro Nacht hier mit Rabatt, weil wir über eine Woche standen, 28 Euro. Das Schöne hier ist, dass man quasi wirklich direkt am Strand ist und keine Straße davor hat, die man es doch bei einigen Campingplätzen in Spanien immer wieder sieht. Und nach Tarragona ist es wirklich nur mit dem Auto keine 15 Minuten. Also wirklich optimal, um hinzukommen, beziehungsweise mit dem Fahrrad kann man auch super hinfahren. Dort hinten, ich weiß, man sieht es jetzt nicht wirklich, dort ist quasi ein Schiffsparkplatz, also dort liegen die auf Rädern. Das ist ganz cool zu sehen, also wenn gute Sicht ist, dann kann man hier auch richtig gut Schiffe beobachten. Ich hoffe, dir haben unsere Einblicke in unsere ersten Tage in Spanien gefallen. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann klick doch gerne auf Abo und auf Gefällt mir, sollte dir das Video gefallen haben. Das würde mir auf jeden Fall helfen zu wachsen und noch mehr Leute wie dich zu erreichen. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.